Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute habe ich eine Upcycling-Idee für euch, ja, kann man ja auch sagen, oder Umstyling-Idee. Und dafür habe ich so diese zwei lustige Figuren genommen. Ostern ist zwar vorbei, aber die Figuren fand ich so toll. Diese Hühner sind so putzig und lustig. Und die habe ich dann nach meinem Geschmack umgestaltet, mit Modelliermaßeornamenten und Kreidefarbe und Bimmelwachs bearbeitet. Und so sehen die jetzt nach meinem Geschmack auch aus. Und die können natürlich dann als Dekofiguren zum Beispiel ein ganzes Jahr überstehen in der Küche oder so. Finde ich total klasse. Ja, man braucht nur dafür ein bisschen Fantasie, ein bisschen Geduld. Und so kann man natürlich aus Sachen, die sehr günstig sind, etwas anderes schaffen. Und gleich zeige ich euch, was ich dafür gebraucht habe und wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt bei Teddy im Ausverkauf so zwei diese kleinen Figuren gekauft. Die sind wirklich süß. Passen natürlich von der Farbe hier nicht zu meinem Deko, aber das werde ich natürlich dann alles ändern. Aber die Figuren fand ich total klasse. Diese Hühner sind so putzig, die wollte ich unbedingt haben und ich werde euch natürlich dann zeigen, wie ich die dann umgestaltet habe. Eigentlich wollte ich ja die Farbe erstmal ein bisschen anschleifen mit Sandpapier oder Schleifpapier, damit ich dann schön grundieren kann. Und dann habe ich gemerkt, dass die Farbe einfach beim Schleifen abgeht. Und deswegen habe ich erstmal probiert mit Nagellackentferner. Und es geht tatsächlich ab, weil die Farbe wohl nicht so fixiert wurde oder so. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall wichtig war jetzt für mich, dass die Farbe tatsächlich abgeht. Und ich weiß ja nicht, aus was das gemacht ist. Wahrscheinlich Gips oder so. Und die Farbe ist hier auch grau. Also grau-braun, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall nicht so intensiv. Und das ist total super, finde ich. Also ich werde dann erstmal diese bunte Eier komplett mit Nagellackentferner bearbeiten, damit ich dann die Farbe abkriege. Und natürlich dann hier diese grüne Farbe. Und dann werde ich das ja schon mit Kreidefarbe bearbeiten können. Das ist natürlich dann super. Dann ist das viel Arbeit gespart sozusagen mit Schleifen, Grundieren und warten, bis es alles trocken ist. Finde ich total super. Mal sehen, ob ich dann auch ein bisschen vielleicht Ornamente draufsetze noch oder so. Aber vielleicht ist es auch besser, diesmal ohne Ornamente zu machen. Oder vielleicht hier so am wie nennt man das jetzt? Lätzchen, würde ich mal sagen. Vielleicht so kleine Ornamente reinsetzen oder auch nicht. Auf jeden Fall bin ich ja schon selbst gespannt, wie dann diese kleinen Hühner aussehen werden. So, ich habe das jetzt komplett mit Nagellackentferner Farbe abgenommen. So sieht das jetzt aus. Schon in Grau, also bedeutet auch, ich muss auch nichts mehr grundieren, aber das sieht ja mehr aus, nicht wie Grau, sondern wie taupe Farbe oder so, aber das ist ja auch gut. Wie gesagt, geht eigentlich wunderbar ab. Und jetzt kann ich das ja eigentlich schon in Weiß pinseln, aber eins habe ich ja dann auch schon so gemacht, also die Farbe ab. Und dann habe ich die Eier doch noch ein bisschen mit Modelliermaßeornamenten beklebt. So sieht das jetzt aus. Und dafür habe ich dann diese Silikonform genommen, diese Fondant-Silikonformen fürs Torten dekorieren. Und Modelliermasse auch von Teddy lufthärtend in Weiß. Für die Form, damit auch die Masse besser rauskommt oder das Ornament, nehme ich immer ein bisschen Babyöl und ein paar Tröpfchen und dann pinsel ich da schön die Formen ein, die ich dann haben möchte und nehme auch etwas Babyöl, also ein paar Tröpfchen auch in die Hände und verreibe das auch mit Modelliermasse, damit die Modelliermasse auch geschmeidiger ist. Und dann nehme ich so eine Spachtel, man kann ja auch Kindermesser nehmen und zum Beispiel nehme ich dann wahrscheinlich dann auch so diese kleinen Lilien hier
und presse dann einfach ein bisschen Modelliermasse ein. Kann ich ja so eine kleine Kugel erstmal machen, damit ich dann nicht so viel abmachen muss. Kann man ja eigentlich schon auch mit den Fingern da reinpressen. So, und dann kommt ihr schon praktisch von alleine raus. So sieht das dann aus. Und jetzt nehme ich auch einen Pinsel und bastele, ist auch von Teddy, klebt auch wunderbar. Und pinsel dann die Rückseite mit Bastelleim und dann klebe ich es drauf und drücke auch etwas, aber nicht so dolle, damit ich dann auch den Muster nicht zerstöre, weil das ja noch so frisch ist. Und dann gucke ich auch natürlich, dass es auch gut liegt und da keine Lücken entstehen. Das mache ich dann ab und zu mal immer gucken, wenn es dann antrocknet, damit es dann nicht abgeht oder wegrutscht. Damit dass da keine Lücken entstehen. So. Man kann ja auch verschiedene Formen nehmen und sozusagen dann einfach puzzeln. So, die Krone wird dann dafür zu groß. Kann ich dann auch noch diese Form hier so erstmal schön mit Öl anpinseln, damit das dann auch die wunderbar rauskommt, weil die ist ja auch so filigrant. Und dann wieder etwas reindrücken. Mal gucken. So. Schön reinpressen. Wie gesagt, das ist ja immer gut, wenn man verschiedene Formen hat, die dann auch verschiedene Ornamente drauf haben. Dann kann man ja wunderbar die verwenden und sozusagen dann schön immer Muster selbst puzzeln oder kleine Teile nur davon nehmen. So. Kann ich dann so auf die Matte legen zum Beispiel und da kommt das auch schon von alleine raus. Kann man natürlich schon die Fundamente vorbereiten, so ein paar, damit man dann auch später nur klebt. Und wenn das dann trocken ist, werde ich dann natürlich komplett erstmal mit Kreidefarbe bearbeiten. Mehrere Schichten, vielleicht noch nicht nur mit Pinsel, sondern auch ein bisschen mit einem Schwamm etwas tupfen und dann erstmal auch trocken lassen. So, die Farbe ist jetzt trocken, so sieht das ja jetzt aus und ich habe das ja mit Kreidefarbe noch gepinselt, Kalkweiß aus dem Baumarkt und ich habe 3 Schichten aufgetragen und ich habe das nicht getupft, sondern mit Pinsel hat das ja auch wunderbar geklappt und den habe ich ja schon bearbeitet, so soll das ja auch aussehen, finde ich total klasse und damit es dann so aussieht, dafür habe ich Möbelwachs benutzt, Möbelwachs farblos. Ein Pinsel, nehme ich etwas Wachs und reibe es mal komplett alles ein. Mit einem Pinsel, komplett die ganze Figur. Und danach nehme ich so ein Tuch. Schön weich und reibe natürlich dann Wachs noch mehr ein in den Ritzen und überall, verteile das und damit es dann auch gleichmäßiger aufgetragen ist mit einem Lappen und dann nehme ich Möbelwachs in Dunkel und auch ein Pinsel und mache ich genau das gleiche mit dem Wachs. Dafür nehme ich zuerst dann auch Pinsel und ein bisschen Wachs und reibe ich immer etwas auf dem Deckel, damit es nicht so flockig ist und trage ich es natürlich dann auch hier ein.
Nicht erschrecken, das sieht zuerst natürlich dann immer so dunkel aus, wo man denkt, oh mein Gott, ob das überhaupt was Gutes wird. Keine Angst, es wird sehr, sehr schön. Und wenn ich das sehe zum Beispiel, dass ich dann so Lücken habe, wo ich mit einem Pinsel, der so ziemlich dick ist, nicht so gut reinkomme, nehme ich dann einen Pinsel, der klein ist, aber auch so, naja, nicht so weich ist, so mittel würde ich mal sagen. Und kann ich dann natürlich auch damit wunderbar in jede kleine Ritze reingehen, damit es auch vernünftig und schön gleichmäßig aussieht. Und dauert es vielleicht dann ein bisschen länger oder man kann natürlich zuerst dann so solche Lücken bearbeiten. Alles so drumherum. Und dann wieder sozusagen dann großflächig. Und so komplett bearbeite ich dann erstmal meine Figur mit einem Pinsel. So sieht das jetzt so dunkel aus. Und dann nehme ich auch einen Lappen, der weich ist, aber extra so für diesen Dunkelwachs. Und reibe ich es auch damit ein. Und da kann man ja schon sehen, dass das hier dann viel glatter ist und regelmäßig aussieht. Nicht so flockig. So werde ich dann komplett natürlich die Figur mit einem Tuch bearbeiten. Also zuerst mit einem Pinsel und danach mit einem Tuch. So, ich bin jetzt fertig. Es ist jetzt alles mit Lappen auch bearbeitet. Den habe ich ja schon fertig gemacht. So soll das ja auch der hier aussehen. Und damit ich dann so einen Effekt bekomme, nehme ich einfach feuchte Tücher, diese Babyfeuchte Tücher, und werde damit dann Wachs abreiben. Und das ist ja so schon, dass die Grundierung schon sozusagen da war. So diese graue Farbe oder Taupe. Dann ist es natürlich auch gut. Hier kann man das ja auch sehen, dass ich das auch bis dahin sogar abgerieben habe. So diese Gebrauchsspuren, als ob die Farbe abgeblättert ist. Finde ich total klasse. Und da diese Hühner auch nie so glatt waren, sondern auch wohl aus einer Form gegossen sind, sind ja auch so diese, die ist ja nicht so glatt hier. Das ist ja dann auch ganz gut, dass es diese Struktur hat. Finde ich total klasse. Und so werde ich das dann auch hier auch machen, dann mit dem Feuchtetuch dann so abreiben, dass dann auch schon so richtig alt nach Vintage oder Schiebestyle aussieht. So kann man das ja schon sehen. Es dauert zwar ein bisschen, besonders wenn man da so Ornamente hat. Man muss ja auch damit sehr vorsichtig dann umgehen, damit das auch plötzlich nicht abspringt oder so, wenn man dann viel zu viel Kraft verwendet oder es viel zu eilig hat. Sondern so ein bisschen Zeit nehmen und ganz vorsichtig das alles abzureiben. Ist natürlich immer nach Geschmack, mal mehr, mal weniger. Und so sieht das dann aus. So zum Vergleich hier, das ist noch nicht abgerieben und hier ist das ja schon abgerieben. Und so werde ich das dann komplett die ganze Figur bearbeiten, damit das dann auch genauso aussieht wie hier. So, ich bin fertig. So sehen die jetzt aus. Hier habe ich sogar ein bisschen mehr abgerieben als hier. Wie gesagt, und nach meinem Geschmack bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Ja, und so kann man aus
einfachen Figuren, die sehr günstig sind, mit ein bisschen Geduld und Fantasie was anderes erschaffen. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.